Hallo und herzlich willkommen hier bei mir, dem NRW Boy 18, und ich begrüße euch zu Indiana Jones and the Relict of the Vikings. Es ist ein Fanprojekt, das ich vor einigen Monaten entdeckt habe, aber nun hat es ein wenig gedauert, bis ich es euch jetzt endlich präsentieren kann als Let's Play. Ja, und ich freue mich schon. Es ist im Style von Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis und es geht hier natürlich, wie unschwer auch am Titel zu erkennen, um die Wikinger. Und am Anfang, ja, da bekommen wir es gleich mit einem sehr großen Rätsel zu tun. Ich habe jetzt noch nicht so viel reingeschaut, sondern mich einfach nur mal ein bisschen vertraut gemacht, die Soundanstellungen vorgenommen und spiele das jetzt mit euch hier blind. Es ist, wie eben schon gesagt, ein Fanprojekt. Deswegen gehe ich nicht von einem sehr langen Spiel aus, aber ich habe mir sagen lassen, oh, schöne Musik, aber ich habe mir sagen lassen, dass das Spiel es hier wirklich in sich hat und die Rätsel wirklich sehr knackig sind. Lassen wir uns überraschen, schön, dass ihr mit dabei seid, wir starten ein neues Spiel. Paris 1938. Uff. Ein ganz normaler Arbeitstag für einen Archäologen. Ich mache mich besser auf die Suche nach dem Relikt. Oh, herrlich, 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 herrlich. Jetzt muss ich direkt mal auf F5. Ja, ich stelle mal die Musik ein bisschen runter. Das war mir nämlich gerade ein wenig zu laut. Ja, und hier sind wir jetzt. Und ich bin gespannt, wie wir jetzt hier weiterkommen. Beweglicher Schädel. Ach, guck mal an. Hä? Oh, ich kann die Augen anmachen. Und jetzt das Symbol? Ich glaube nicht, dass es bewegt werden kann. Okay. Es ist nur aufgemalt. Ach so, okay. Ich hoffe, dass meiner nicht auch hier endet. Ein Buntglasfenster. Hier unten. Oh, oh. Das hat doch irgendwas zu bedeuten. Die Schriftrolle sagt, das Verb hat eins, die Seele hat eins, das letzte hat drei. Oh Gott. Das ist ein, da ist ein Name geschrieben. Es scheint St. Luke zu sein. Er ist derjenige, dessen Worten ich folgen sollte. Okay. Es ist ein bisschen schnell, kann das sein? Kann man hier auch die Subtitles... Ach, guck mal, was ist das denn? Achso. Umgebungssound, ja. Das ist schade, dass man die nicht irgendwie runterdrehen kann von der Geschwindigkeit her. Aber gut, St. Luke, okay. Wir schauen uns hier erstmal weiter um. Oh nein, noch mehr davon. Ich glaube nicht, dass es bewegt werden kann. Oh, es ist nur aufgemalt. Ja. Ich sehe dort nichts Besonderes. Die sehen ziemlich stabil aus. Ich glaube nicht, dass sich dahinter etwas verbirgt. Ah, wenn er das schon so sagt. Ich sehe dort nichts Besonderes. Das ist ein beeindruckender Knochenstapel. Das sieht aus wie nichts Besonderes, als wenn hier mal Leichnam gelegen haben. Oh, da sind wieder... Ich glaube, ich habe das Symbol schon mal gesehen. Aber wo? Da im Buntglasfenster, oder? Nö. Okay. Was ist mit... Was? Das war für meinen Geschmack etwas zu knapp. Dort gehe ich nicht ohne das Relikt zurück. Okay. Was gibt's hier vorne? Noch mehr Schädel? Ich hoffe, okay. Habe ich denn irgendwas im Inventar? Oha. Wo ist denn das?
St. John, St. Thomas, St. Luke. Ah, guck mal hier. Hier steht, sie sahen, dass das Verb einem mehr benötigt, um den Herrn zu besänftigen. Markus hat meine Übersetzung bestätigt. Alles ist korrekt. Hier steht, beachtet, dass die Seele um eins ergänzt wird, sagt er. Aha. Hier steht, vergiss diesen Verrückten und verringere das Herz um einen, sagte er zu ihnen. Die Zeichnung lässt einige Details vermissen, aber es ist definitiv die richtige. Ich bin mir sicher, dass das Relikt hier in der Gruft versteckt ist. Ja, aber das Ding ist jetzt, nur wo? Ja, ja, das ist mir schon klar. Nur, jetzt kommt gerade eine Katze wieder vors Bild. Ja, jetzt geht sie wieder weg. St. Luke soll ich folgen. Und sie sahen, dass das Verb einem mehr benötigt, um den Herrn zu besänftigen. Jetzt habe ich gleich einen Schwanz im Bild. Nein, doch nicht. Reliktzeichnung. Moment, was stand denn da nochmal? Die Schriftrolle sagt, das Verb hat eins, die Seele hat eins, das letzte hat drei. Hat das was, Moment, hat das was mit den Schädeln hier zu tun? Ne. Die gehen einfach nur wieder aus. Ah, halt, warte mal, das Symbol. Das habe ich so schon mal gesehen. Die. Ah ja. Das Verb einen mehr benötigt, um den Herrn zu besänftigen. Das Herz. A, wofür könnte das A stehen? Fürs ABC vielleicht? Also hier das Verb. Uiuiuiuiuiui. Moment. Ich schreibe mir das mal auf. Wo ist er denn jetzt? Hinten rumgegangen. Nein, nicht zurück. Oh, Leute. Ich drücke ja alles an, nur nicht das, was ich will. So, die Schriftrolle sagt, das Verb hat eins. Das Verb hat eins. Die Seele hat eins und das letzte hat drei. Das letzte. Was soll das letzte sein? Der Name ist geschrieben St. Luke. Ja. Jeden dessen Worten soll ich folgen. So, und jetzt haben wir... Hier steht... sie sahen, dass das Verb einen mehr benötigt. Das heißt, das Verb hat plus eins. Das Verb hat einen mehr, um den Herrn zu besänftigen. Also nur einen mehr beim Verb. Also das Verb dann zwei, die Seele eins und das letzte drei. Also das Herz würde ich dann mal für die Seele halten. Das Verb hier ABC, also irgendwie Grammatik halt. Und das letzte hat drei. Aber es ist jetzt die Frage, hier sind ja sechs. Moment. Und das hier, das kenne ich, das ist das letzte. Das letzte hat drei. Ach da, ah, okay, Moment. Moment, jetzt machen wir das genau so. Wie es da in der Schriftrolle stand. So. Das Verb hat eins. Die Seele hat eins. Das letzte hat drei. Und dann das Verb plus eins. Und jetzt? Hä? Ah, Steinvorsprung.
Nichts passiert. Aha! Okay, also da unten muss ich dann drücken. Okay, aber das war es dann wohl nicht. Aber. Und sie sahen, dass das Verb einen mehr benötigt, um den Herrn zu besänftigen. Also nochmal von vorne. Warte mal, dann das hier vielleicht 1, dann das hier unten vielleicht 2. Also, für den Beginn eines Spiels finde ich das Rätsel hier schon ziemlich knackig. Ja, das hier kann nicht das letzte sein. Vielleicht das letzte 3 dann hier vielleicht. So vielleicht. Dann ist das hier das Verb, das hier in der Mitte ist das letzte und ganz rechts ist die Seele. Nichts passiert. Oh, das macht mich jetzt wahnsinnig. Hier, das kann nicht das letzte sein, weil ich habe nur 2 Schädel. Vielleicht die anderen hier. Vielleicht die unteren beiden haben. Also ich bin hier gerade echt ein bisschen schweigsam, weil für den Start eines Spieles sollte man hier wirklich vielleicht ein bisschen mehr Informationen geben. Nichts passiert. Boah, was übersehe ich? Holzstützen, Einbuchtungen. Ich glaube nicht, dass es bewegt werden kann. Ja, das ist... Es ist nur aufgemalt. Eieiei. Warte mal. Hier sind... Nein. Nirgendwo diese Symbole zu sehen. Und hier auf dem Relikt. Die Zeichnung lässt einige Details vermissen, aber es ist definitiv die richtige. Kann ich hier eigentlich umblättern? Nein. Notiz St. Thomas, St. John, St. Luke. Ja, mehr habe ich nicht. Und hier im Buntglasfenster habe ich auch diese Symbole nicht. Die Schriftrolle sagt, das Verb hat 1, die Seele hat 1, das letzte hat 3. Tja, und laut dem Buch muss ich dem Verb ein mehr geben. Was ist das Verb? Sind nur 2. Ah, vielleicht sowas hier. Na.
Freunde, ich werde das mal probieren und mich melden, wenn ich was gefunden habe. Bis irgendwann, gleich. Hinter dem Buntglasfenster ist eine versteckte Kammer. Aha. Also das hier links ist die Seele, das hier unten ist das Letzte und das hier ist das Verb. Ah, oh, ich hab's geschafft. Reliquienschrein. Buntglasfenster ist doch weg. Es ist jetzt geöffnet, so. Ich schnappe mir das Ding, bevor ich noch weiteren Ärger bekomme. Na, mach. Oft enthalten diese Reliquienschreine nachgemachte Körperteile. Ich frage mich, was dieser hier enthält. Oh oh. Bleiben Sie genau dort stehen, Sie Dieb. Sie dachten wohl, Sie kommen hier einfach wieder raus. Oh, wie der Hals am Wackeln ist. Naja, eigentlich schon. Wer sind Sie? Wie sind Sie hier hereingekommen? Ich verkaufe diesen Pfeil. Naja, eigentlich schon. Ich bin Bruder Bernhard vom Kloster St. Luke. Und das ist unsere Gruft. Wie können Sie es wagen, hier einzubrechen und unsere wertvollsten Stück zu stehlen? Geben Sie sofort den C zu... Den C? Den C zurück. Wachen Sie auf, wir haben 1938. Sie gehört in ein Museum. Glauben Sie, Jesu C ist wirklich in dieser Schatulle? Diese Katakomben befinden sich außerhalb des Klosters. Ich werde vom Vatikan beauftragt. Diese Katakomben befinden sich außerhalb des Klosters. Genug von diesem Unsinn. Ich kenne alle Geheimgänge. Geben Sie mir sofort die Schatulle oder ich sperre Sie hier ein. Ganz ruhig, es gibt keinen Grund, mich so zu behandeln. Hier, bitte. Oh. Können wir vielleicht jetzt reden? Ich habe es satt. Warten Sie. Was ist noch? Hören Sie, wir haben uns auf dem falschen Fuß erwischt. Sind Sie nicht neugierig, was wirklich drin ist? Wenn Sie mich besser kennen würden, würden Sie mir vertrauen. Es ist so oder so eine Fälschung. Bist du nicht neugierig, was wirklich drin ist? Niemand schaut auf das Relikt, nicht einmal ich, sein Wächter. Über 10 Jahrhunderte hätten wir niemals die Dreistigkeit, diese Schatulle zu öffnen. Das Relikt und ich, wir gehen jetzt. Warten Sie. Bestehen Sie gar nicht darauf, dass der Schrein bleibt geschlossen. Was? Hören Sie, wir haben uns auf dem falschen Fuß erwischt. Versuchen Sie lustig zu sein, Dieb. Naja, wissen Sie, sieht die Box angeblich einen C enthält oder so? Seid die Box. Ich habe es satt. Warten Sie. Oh, sind Sie nicht in der Lage, selbst den Ausgang zu finden? Wenn Sie mich besser kennen würden, würdest du... Warum Sie und dann du? Das verstehe ich nicht. Ich habe alles an Ihnen... ich kenne alles an Ihnen. Ach, kommen Sie schon. Jeder liebt es, wie ich aussehe. Jeder liebt es, wie ich mich kleide. Jeder liebt es, wie ich rede. Jeder liebt meinen Verstand. Oh, nee, ich hasse solche Rätsel. Jeder liebt es, wie ich mich kleide. Hören Sie Ihr Hemd zuknüpfen, Sie Punk. Na gut. Wenn du mich besser kennen würdest, würdest du mir vertrauen. Ich hasse alles an Ihnen. Ach, kommen Sie. Jeder liebt es, wie ich aussehe. Ihr Hut ist mit Spinnweben bedeckt und Ihr Gesicht ist verletzt. Na gut. Okay, also muss ich da irgendwo irgendwas finden? Jeder liebt es, wie ich rede. Mit Ihrem Gefluche? Verdammt, ich wollte... Aber ich habe Schlimmeres gehört. Die einzige Sache, die ich hasse, ist Blasphemie. Oh, oh. Du solltest den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen?
Wenn ich höre, wie Gottes Name als Fluch benutzt wird, bin ich so wütend, dass ich einfach... Oh ja? Aber warum unterhalte ich mich eigentlich mit Ihnen? Ich habe es satt. Warten Sie. Was ist noch? Oh, es ist so oder so eine Fälschung. Was haben Sie gesagt? Der Nerv von... Oh, ich sehe, was Sie da tun. Sie glauben, ich würde die Box öffnen, wenn ich meine Geduld verliere. Der Witz geht auf Ihre Kosten, weil... im Gegensatz zu Ihnen weiß ich, was Tugend ist. Merken Sie eigentlich, was Sie da sagen? Menschenskind, das sind harte Worte. Moment. Gottes Namen, Zappalot, das hört sich schlimm an. Jazz, haben Sie jetzt wirklich gesagt? Autsch, Herr, in Gottes Namen, ja. In Gottes Namen. Blasphemie! Ich habe Sie deutlich darauf hingewiesen, den Namen des Herrn in meiner Gegenwart zu respektieren. Beruhigen Sie sich. Ich habe genug von Ihrem Sarkasmus und Ihrem Gefluche. Einmal in Ihrem kümmerlichen Leben dürfen Sie Ihre Augen auf das wertvollste Relikt werfen. Und dann nie wieder. Schauen Sie. Da, Kokreiz, da. Es ist leer. Das wissen Sie? Was? Zeigen Sie mal. Es ist leer. Das kann nicht sein. Sehen Sie, da sind einige ungewöhnliche Kratzer im Inneren. Nein, warten Sie. Das sind keine Kratzer. Das sind Runen. Es sieht so aus, als wären die Buchstaben hektisch mit einem scharfen Gegenstand hineingeritzt worden zu sein. Verstehen Sie diese heidnische Sprache? Was steht dort? Ich bin etwas eingerostet. Der eigentliche Spezialist hier wäre Markus. Wer? Ach, nichts. Ich glaube, es bedeutet, Axwald war hier. Sind Sie sicher? So merkwürdig, wie es auch klingt, ich bin mir da ziemlich sicher. Axwald klingt wie ein Wikingername. Wann haben Sie zuletzt nach dem Relikt gesehen? Sie hätten Runenschrift wählen sollen. Wann haben Sie zuletzt nach dem Relikt gesehen? Das ist eine Katastrophe. Wir wachen über die heiligen Überbleibsel seit fast einem Jahr. 1000. Und Sie erzählen mir, dass Sie schon die ganze Zeit lang gestohlen waren? Ah, und das von einem bärtigen heidnischen Abenteurer. Einen Augenblick, dort steht noch mehr. Komme und hole die Gliedmaßen deines weinerlichen Gottes aus Nissefest, wenn du dich traust. Unser Herr ist nicht weinerlich. Was fällt Ihnen ein? Hey, ich lese nur, was dort steht. Unser Freund Axtwald weiß, wie man jemanden reizt. Was ist diese Nissefest, über das da gesprochen wird? Ich glaube, das war ein Wikingerdorf in Norwegen vor vielen Jahrhunderten. Mein Sohn, die Zeit ist für dich gekommen, auf deine Bestimmung zu hören. Sie nehmen mich auf den Arm. Du musst das Relikt zurückbringen. Die Rettung deiner Seele hängt davon ab. Ja, ja. Und ich werde dich die seltenen Schriftrollen unseres Klosters sehen lassen. Sagen Sie nichts mehr. Norwegen, ich komme. Mit dem Traktor. Mit dem Flugzeug. Durch Deutschland. Über Deutschland. Über Dänemark. Über Schweden nach Norwegen zurück. Was? Was? Warum denn jetzt mit dem Schiff? Warum denn... Hä? Warum denn jetzt so kompliziert? Warum ist er denn nicht einfach mit dem Auto weitergefahren? Oder mit dem Flugzeug eher? Das wäre viel einfacher. Nissefest, da bin ich. Ich hoffe, das war die Reise wert. Ah, okay, ich gehe mal davon aus, Lukas-Fan, ich gehe mal davon aus, dass diese Gegend hier nicht mit dem Flugzeug oder Auto erreichbar ist, deswegen mit dem Schiff. Okay, das ergibt Sinn. Wir sind in Nissefest angekommen, ihr Lieben dort draußen, und ich würde sagen, das war die erste Folge, das war der Auftakt zu unserem neuen Indiana Jones Let's Play, und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge alle wieder. Macht es gut, bis dann, NRW über 18, adieu.